Hey Bob, da bist du ja wieder. Ja, ich darf dabei sein. Freude, guck mal, wir sind ja hier immer noch in der Stadt von Vilcabamba und nicht Vilacamba, Ay Caramba. Ay caramba. Also Aber seit. können wir uns noch mal die gute Grafik von damals ansehen? Aber das ist richtig, wir haben einiges rausgefunden und zwar. Ah. Ah, Wer diese. ist sie? Aber ja, bei seiner Zeit wurde das hart abgefeiert. Gute Grafik. Und das meine ich da hinten mit, da hinten ist es dann immer einfach schwarz geworden in den Höhlen. Weil es überhaupt spielt ja dann viel in Höhlen, weil Ja, hier ja. haben sie so einen Nebel auch darüber gelegt. Es wäre spannend bei der Beleuchtung im letzten Part tatsächlich gewesen, ob das da dann auch anders ausgesehen hätte. Ich vermute mal stark ja. Tier. Ja, klar, kommt von allen Seiten, Mann. Der ist doch schon lange tot. Okay, cool. Er kann es ja nicht mit ahnen, ne? Guck mal, da geht's auf jeden Fall lang, gleich direkt. Ja, da öffnen sich jetzt mehrere Möglichkeiten. Was soll das denn? Oh je. Oh je, ja gut. Ich gehe, glaube ich, erstmal geradeaus. Das wäre jetzt erstmal so mein erster Impuls hier gewesen. Jan, wir haben ja. Oh, da hinten ist noch ein Wolf. Überhaupt, also Tierschützer lieben Lara Croft überhaupt nicht. Was die hier alles über den Haufen schießt und auch über den Haufen schießen, also noch über den Haufen schießen wird, ist echt nicht feierlich. Okay, Viele, viele Freunde. hier ist es so halb offen. Aber mir graut es ja auch schon vor dem Tauchen. Come on, Ja, ey. also bei der Steuerung. Vor dem Tauchen. So, da sind aber drei, da sind, schwupp, da sind drei Fledermäuse tot. Ich mache immer an der Wand lang. Ja. Also ich muss sagen, deine interaktive Karte, die ist toll, aber Alter, ey. es ist schon verwirrend. Vorhin das Level hat 3 Minuten angefangen und ich bin hier schon ganz gut angesapscht. Warte mal. Ach, das war der Wolf, der da lag, oder nicht? Nee, guck mal hier. Was ist denn da? Fast Das ist wohl übersehen. ein Medpack. Ich denke da, hey, was ist da los? Ein kleines Medpack. Haben wir. Okay, Muss gerade so. mal ahnen, wo du bist. Ich bin immer nur geradeaus gegangen. So, aber ich. Hier ist eine Tür und ein Hebel. Ich finde das sehr verwirrend. Ja, frag mich mal. Also. Ah, scheiße, hier ist auch schon das Tauchbecken. Das Huchala, du bist obligat. jetzt doch schon auf der Plaza. Ja, das ist das obligatorische Eine Tauchbecken. klassische Plaza, würde man meinen. Ich Ja. frage mich echt, welches Medpack du aufgesammelt hast. Ja, ich habe auf jeden Fall eins aufgesammelt. Und na, ich Weil gucke du mich kannst noch hier. ein weiteres holen. Was zur Frucht Hölle? gären, sehr gut. Wieso? Wo kommt der her, bitte? Da, wo der Bär herkommt, da müsste auch ein Medpack sein. Da werde ich auch gleich brauchen. So, stirb Kartoffel. Alter, habe ich Ich mich. wollte nämlich gerade sagen, das eine hier sieht noch verdächtig aus wie ein Bär. Hier sind einfach so Stallungen. Ah, ja, da vielleicht oben drauf, Ja, genau, unter das, Umständen. ja, das glaube ich auch. Also, Ja, der hat das da lange ausgehalten. Dem haben sie da viel Hafer hingelegt, denn das ist ja ein Omnivore, wie wir alle wissen. ja. Guck mal da. Wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Ja, Falls Sie aber. gegen den Bär gefightet haben, legen wir Ihnen hier ein Medpack hin. So, jetzt wollte ich doch aber noch. Warte mal. So, warte mal. Ja, guck, das geht nämlich auch immer noch. Der Bogengang. Ah, sehr schön. Aber der braucht ja wirklich ewig. Ja, gut, also das sollte schon nicht so. Also sieht nur elegant aus. Ich meine. Ja, mit dieser Grafik, den Bogengang noch mal in der alten Grafik zu sehen. Wird auch betören. Ja, oder stören. Ich sage mal so, also du hast. Also ich glaube, ich
gehe jetzt erstmal tauchen, oder? Dann habe ich es hinter Tauchen. mir. Erstmal speichere ich jetzt. Kann gut Ja, sein, stimmt. je nachdem, wie man hier Guter Call. reindroppt. Und also bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich erstmal tauchen. So. So ganz verstehe ich das auch nicht. Ja, das sind glücklicherweise sind die Dinge, die du nicht verstehst. Alter, diese Scheißsteuerung. Ja, auf geht's. Und du denkst, du hast einen langen Tauchbalken? Naja, lass dich nicht beirren. Du müsstest relativ straight auf den Hebel zutauchen. Hör auf, So viel dazu. ich wollte eigentlich hier, sieht so aus, als würde Du es hast die hochgehen. Rechtskurve genommen, ne? Ich glaube, ich habe. Ja, da musst du erst den Hebel ziehen unten, sonst ist oben dicht. Was, ein Hebel? Ja, da ist ein Achso, Unterwasserhebel da. da. Oh, diese Steuerung. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, Da was bin ich ich. doch dabei. Und jetzt steil nach oben. Ja, aber es ist auch schon. Okay. Okay, das war schon mal gut. Alter, hier hat einer geschlafen. Hier pennt einer. Pennst im Schrank. So, komm her. Das war schon mal ein. Ah, und da kannst du jetzt auch wahrscheinlich entweder einen Weg zurück zur Plaza öffnen. Ja, hier ist ein. Das mache ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss da noch mal rein. Ja, du hast jetzt quasi, also soll ich so mit dir reden? 3, 4, das müsste das gewesen sein. Hey, red an. Da gibt es unten noch was zu entdecken. In der anderen Richtung haben wir ja noch nicht Genau. reingeguckt. Genau, Da das. ist mein Spinnensensor ausgeschlagen. Aber ich meine, gut, es ist eigentlich doch besser, von hier zu starten. Wieder Ja, du von darfst der dann diesmal nicht Plaza. rechts abbiegen, ne? Und ich verbiege diesmal links ab. Also. Ja, also ja. Also wäre jetzt so mein Plan. Ich tauche einfach runter und guck, was passiert. Ja. Den verstehe ich auch nicht ganz. Ja. Wird schon. Ja. Ach doch, ich verstehe es. Oh, das wird lustig. Also hier sieht es doch gut aus. Das sieht doch so aus, als sollte es genauso sein. Guck mal, da kann ich auch wieder hoch. Ja. Alles richtig. Aha. Ah, guck mal, das sind. Warte mal. Also wir spielen ja nicht mit den Steam-Erfolgen, aber ich Du glaube, kannst auch noch das. speichern, du hast ja auch schon was gewonnen, ne? Ich glaube, das da sind die. Warum müssen. Also es gibt ja so Steam-Erfolge, die sammeln wir aber nicht alle. Da gibt es 200 Stück. Aber ich glaube, einer davon hatte ich gesehen, heißt, warum müssen es Schlangen sein? Genau, warum müssen es ausgerechnet Schlangen sein? Da habe ich jetzt gerade gekriegt. Sieh dir die Schlangen ganz genau an. Die sehen übrigens im Original so aus. Gar nicht mal so groß Ah. unterschiedlich. Also ich meine, guck mal, hier haben sie was im Maul. Da und hier nicht. Ja. Ja. Genau, also diese Steam-Erfolge, die sammeln wir nicht alle. Das ist zu dumm. Also. Rein technisch soll das eine Wasserzuleitung sein oder soll das einfach nur hübsch aussehen? Naja, warum die Inka das hier gebaut haben sollen, das kann ich dir ja auch nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass das eine Hommage an Indiana Jones war mit den ausgerechnet Schlangen. Und was ich dir auch sagen kann, und da werden dir Ja. fast die Löffel wegfliegen, dieses Spiel hat, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber vor dem ersten Starten auch noch so einen, Achtung, hier werden kulturelle Vorurteile, hier geht es doch wahrscheinlich weiter, diese Tür muss irgendwie Ja, aufgehen. Hier ja, werden ja. kulturelle Vorurteile, sind hier am Bienen und alles ist falsch dargestellt und die Darstellung ist unentschuldbar. Viel Spaß beim Spiel. Und ich frage Damit mich, haben wir alles gesagt, was wir sagen müssen. ja, aber ich meine, gut, dass das offensichtlich nicht die Original-Inka-Ruinen sind. Also ich wäre noch selbst drauf Wunder, oh gekommen. Wunder. So, jetzt müssen wir allerdings noch den Mal Schalter sehen. tauchen, Den würde ich finde sagen. ich, würde Schau dich ich. mal unter Wasser genauer um. Ja, ich fürchte auch, dass das so sein wird. Also dann wieder rein in die Luzi. Sie kann auch irgendwie. Ja, genau so ist. Yeah. Ich wollte Die eigentlich Rolle sagen, unter Wasser, ne? ja, sie kann auch irgendwo. Also schwimmen tut man übrigens, indem man springen unter Wasser drückt. Sie kann auch. Intuitiv, meinst du? Ja. Ich habe jetzt noch nichts gefunden. Hier vielleicht rechts drin. Ja, Kommt. sieht gut aus. Nee, hier komme ich doch her, oder? Da kommst du her. Ich glaube. Aber dann muss das quasi an der Ecke sein. Weißt was? Ich habe Ja, kein. schau mal, ob du da wirklich herkommst. Ich glaube aber, du Ja. hast recht.
Ja, ich glaube auch. Dann musst du dich an der Ecke vielleicht nochmal Hey, umsehen. erstmal Luft holen. Geil ist auch immer, wenn Ja. man so Luft holt, man kommt hier raus und sieht die draußen schon die geiernden Wölfe und Tiger und sowas alles rumspringen. Ja, aber das finden wir da unten. Kann ja nicht so schwer sein. Wie schwer kann das schon sein? In diesem Grau in Grau. Ja, Da an der theoretisch. Ecke vielleicht im Tauchtunnel. Ein Stück weiter tauchen. Und dann auf der linken Seite vielleicht. Da jetzt links irgendwo. Ich meine, da sieht man so richtig viel nichts. Ich sehe nichts. Die Sache ist ja auch dadurch, dass sie immer nur so wenig. Ist sie denn sofort umme, wenn sie... Nee, das geht dann in deine Lebensenergie, aber das geht dann relativ schnell. Vielleicht musst du dich dann auch noch mal in dem Raum, sage ich mal, umgucken. Also doch noch ein Stück weiter tauchen. Ja, also ich glaube, also bei den Schlangen habe ich jetzt nichts gesehen. Ich glaube, das wird irgendwo unten drin sein. Und ich weiß halt immer noch, also das Tauchen, sie ist ja eine extrem gute Schwimmerin, ne? Was die an Strecke macht, ist ja ziemlich bombastisch. Beeindruckend. Ja, vielleicht. Hier an der Ecke irgendwo. Gott, ey. Aber hier war doch eigentlich der andere Schalter, ne? Nee, der war hinten in der Ecke. Aber von da aus lostauchen und sich den Raum nochmal anschauen, ist vielleicht nicht schlecht. Ja, ist gut. Ich hab nur immer. Ja, das R-Meter im Blick. Ja. So, also, wir tauchen los. Es muss ja eigentlich auch irgendwo hier auf der Da ist Ecke, er doch, oder? Nee, ist er wo. nicht. Nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Entschuldigung, da ist er nicht. Ja, vier Augen sehen ja mehr als zwei. Also da unten ist ja der. Können hier noch mal gucken. Also jetzt kann er ja hinter jedem dieser. Guck Da mal hier. vielleicht? Ah, guck mal, da ist er Ja. doch. So, jetzt bitte kein. Das Geile ist, du verbrauchst auch weiter Luft, während sie diesen Schalter drückt. Also, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es kein Zeitschalter ist, aber der andere ist ja auch noch geöffnet. Oh, du willst es machen? Ich wäre tatsächlich zum Zwischending geschwommen, glaube ich. Ja. Ist sie sofort umme, sobald die Nein, Luft nein, 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 aufhört? nein, nein. Es geht in deine Lebensenergie erstmal. Und die Ah. Lebensenergie geht dann ein bisschen schneller runter als die Wasser, also als das Atmen. Tiefes Luft holen. Also, aber ich muss sagen, dafür, dass ich hier nur vier Himmelsrichtungen habe, Panzersteuerung, es funktioniert noch halbwegs gut. Man muss halt Vertrauen darin haben, dass die Kamera jetzt nicht komplett spinnt und sich irgendwo aufhängt. Dann geht das Du eigentlich. könntest ja auch mal ein paar das andere ausprobieren, um zu gucken. Oh, nee, ich glaube, das verwirrt mich. Also, das könnte ich natürlich machen. So, raus mit dir. So. Du schutzbedürftiges Mäuschen, was ist jetzt hier? Ja, gleich der Beschützerinstinkt geweckt. Hier ist irgendwie Munition für, aber nicht für. Das sieht aus wie Magnum-Munition oder so. Also ich glaube, mehr ist hier nicht. Oder ist hier noch mehr? Doch, ich Doch, würde da, schon guck mal da. sagen. Oh, stark. Ja, dann hat sich das ja echt gelohnt. So, damit hätten wir das ja aber mehr. So, also jetzt haben wir ein Health Pack und Munition abge. Vor allen Und das Dingen ist alles optional. Ja, und vor allen Dingen, dass du Munition findest für eine Waffe, die du erst viel später. Also du kriegst ja mehrere Waffen. Die kannst die Schrotflinte kriegst du als erstes. Ich glaube, dann kriegst du die Magnums und dann kriegst du die Uzis. Und ich glaube, also es kann sein, dass du die auch vor. Also die kriegst du halt von den jeweiligen Endbossen. Und Was ist denn mit dem Speer des Lichts? Den hätte ich gern. den gibt's nicht. Den gibt's halt nur bei den Maya und wir sind hier ja bei den Inka, ne? Du Ah, Mist, die hatten das einfach nicht. Kulturbanause. Ich fasse mich nur ans Intro an. Ja. So, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir doch jetzt, wie wir von hier aus Doch, eigentlich weitermachen. warst du jetzt ganz gut, finde ich. Ja, es gab ja beim Start gleich noch eine Möglichkeit, nach rechts zu gehen. Da kommen wir, glaube ich, das war der Geheimausgang. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ah. Fledermäuse. Hass, ey. Hier sind noch mehr.
Die sind auch nicht tot zu kriegen. Aber das war eine der wenigen coolen Fledermäuse, weiß ich. Ha. Gucken, wo bist du denn jetzt wohl? Ich geister irgendwo an der Wand lang. Ich muss mal gucken. Hier geht's nach oben. Hier ist der Stab gewesen. Ach, guck mal, hier ist der Stab. Ah. Ah, sieh mal einer, guck. Ja, dann gehe ich doch jetzt erstmal nach hier und lauf, glaube ich, mal durch. Denn ich glaube, dann in der Ecke hier hinten war ich dann noch nicht so richtig, weil ich ja dann zur Pla. Nee, könnte man sagen. Und hier sehen Sie unsere längst verschollene Fledermausart. Sie hat aber auch da. Ach ja, da war doch noch so ein Hebel, den man drücken konnte. Hatten wir den nicht schon gesehen? Nee, oder? Doch, hier. Ah, okay. Nice try, but no. Aber da ist kein Hebel, das ist, da brauche ich einen Schlüssel. Ein Und wenn ich Schlüssel. da rangehe, dann sagt sie, Hier, Seitschritt haben wir ja auch gelernt. So, Knifte weg. No. 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 Und wenn du die Grafik änderst, sagt sie was anderes. Yes, sagt sie dann. Ja. Ja, okay. Ja gut, den Schlüssel sich abzuholen wird dann nochmal, denke ich, erstmal da weiter. Ich glaube, hier war ich ja dann auch immer noch nicht. Ich meine, da war irgendwo noch ein, an der Plaza in der Nähe ein Hebel oder so, mit dem man, kommt man da hoch? Sieht ein bisschen so aus, Ja, irgendwo musst du, glaube ich, auch noch mal hoch. aber das Das jetzt. wäre wohl nicht hier. Freies Umsehen gab es nicht, ne? Doch, V. Also frei ist so eine Sache. Nee, Ah, das sieht nicht, nee, nee, das sieht nicht so nicht aus. gewollt. Ist nicht gewollt. Dann machen wir das auch nicht. So, guck mal Damit von. wollen sie dir erklären, wie Ah, viel hier Licht war hier der kommt. Hebel. Guck mal, da war der Hebel. Den meinte ich doch. Den ziehe ich jetzt einfach mal, weißt Was soll schon passieren? du? Ja, die Tür wird aufgehen. Ein Bär wird rauskommen und der wird mich zerfleischen. Ach, ja, dann. Hier ist nochmal ein. Sie hat auch immer gar keine Angst, dass es alles so zugeht. Das sieht mir so aus, als könnte man da, also kann man da durch den. Ih, was haben die denn da aufgehängt? Das will ich mir gerne nochmal in HD angucken. Ah ja. Ja. Da haben sie Naja, es gesagt, wird da haben nicht sie, das wirklich ist schlechter, muss man sagen. irgend so ein Tier, also mit Hufen. Da haben sie gesagt, okay Leute, was könnte das gewesen sein? Ah, weiß nicht, macht das mal in HD. Ja. Ich meine, hier die sehen ja fast noch genauso aus. Das ist schon richtig Ambiente. So, da geht's auf jeden Fall die. Geht's auf jeden Fall jetzt hier die Kisten. Die geht's hier auf jeden Fall nach oben. Ah, da bist du. Ja. Okay, hier sieht es auf jeden Fall so aus, als könnte man runterfallen. Deswegen. Ach, guck mal, jetzt kann man über den Gang rüber und da reinspringen. Das müsste ich eigentlich so schaffen. Das sieht auch richtig nett aus da drüben. Das sieht nach Totenköpfen aus. Das. Oh, stimmungsvolle Musik. Noch lange nicht mehr gespeichert und so. In Ruhe da auf den billigen Plätzen. Eine, ja, ich will eigentlich nur nicht. Sondern gucken wir uns erstmal um. Ich habe mal V gedrückt. Das sieht mir doch wie einstürzbarer Boden aus, als hätte ich da nur eine Chance. Kann es sein, um darüber zu laufen? Das kann sein. Dann ist vielleicht doch Speichern angesagt. Guter Call. Oh. Nicht laden, Bib. Achtung! Wer macht denn sowas? Also da drüben ist ein Health Pack, das sehe ich doch von hier. Ja, dann hol es dir. Ja, easier said than done. Also wir laufen da rüber und dann springen wir dahin. Kann man denn von hier direkt springen? Aber wir werden es ja jetzt gleich Ich erfahren. würde laufen. Ja, schade. Ich Das, würde gerade laufen. ja, das meinte ich mit, das meinte ich mit, die muss perfekt ausgerichtet sein, sonst, Ja, das ist ja jetzt die Frage, ob das mit der anderen Steuerung dann einfacher wäre. will ich nichts hören. Ich will das Spielerlebnis von damals haben. Ja. And speaking of this. So, das hätten wir schon mal. Sehr Das gut. war ja fast zu leicht.
Ist die Warum haben Sie Frage. da die ganzen Schädel in die Wand gehauen, um da dann ein Healthpack hinzulegen? Naja, das gibt es ja häufiger mal in solchen Beerdigungs-, also dass du so Schädel, ich weiß nicht, das hat auch irgendein Fachwort, dass du so ganz viele Schädel einmauerst und so. Da habe ich auch mal eins auf Malta besichtigt. So, ich bin unten. Und Naja, wir. auf ihren Katakomben, ne? Ja, sehr gut, Bob. Guck mal, den kann man schieben, da bin ich mir Was soll sicher. denn der Heu? Warum liegt denn da Stroh rum? Wieso dich denn? Ja, guck mal, das machen wir Aber hättest jetzt. du da nicht auch einfach mit dem Block hochgehen können? Ja, wahrscheinlich schon. Ich kann das ja hier rausziehen. Ist die Frage, ob man den auch reinschieben kann. Also das wäre auf jeden Fall gegangen, hätte ich gar nicht laden müssen. Ich mal gucken, ob wir den Block gleich noch auf der anderen Seite brauchen oder nicht. Oder. Aber was Na, sie die Frage hier. ist, wenn du ihn jetzt zu weit ziehst und der fällt irgendwie runter und der soll da nicht runterfallen. Ja, genau. Ich gucke erstmal so. Also man kann ihn auf jeden Fall auch hier reinschieben. Und das wird vielleicht noch wichtig werden. Also man kann ja. Oh, hier sind wieder Fledermäuschen. Fledis. Was das Spiel ganz. Ja, nice. Ja, sicher. Was das Spiel ganz gut gemacht hat, finde ich, ist, also du fühlst dich hier auch echt alleine. Und wirklich lost. Hier ist halt nichts. Alles will ich töten. Und ja, also du Aber fühlst. man fragt sich schon, wie die Tiere alle so lange überleben Naja, da. gut, die Aber okay. Fledermäuse, die können ja rausfliegen. Das geht ja tatsächlich. Ach, guck mal an. Hier haben wir doch schon mal was. Aha. In irgendwelchen. Guck mal, das ist so ein kleiner Büb. Einen kleinen Büb Ein eingesammelt. Guck mal kleiner hier. Dupsi. Okay. Oh, es lohnt sich richtig. Ist Ja, das der hier. Schlüssel für die Tür Ja. vorhin? Also, das mussten wir, glaube ich, auf jeden Fall auch machen. So, und dann. Weiß ich nicht. Kannst du da hochspringen? Sonst brauchst du den Block vielleicht dafür. Ach Da so, links, weißt du? ja, da müsste, da ist Kannst du von hier aus wahrscheinlich. da hochspringen? Nee, das schaffe ich nicht. Aber von hier schaffe ich es vielleicht. Aber sonst wo ich den Block, den schiebe ich hier sonst eben rein und dann. Ah, wir machen einen Versuch pro Variante. Ja, ich. Es sei denn, du darfst da gar nicht rauf. Doch. Ah, doch. Schon. In der Tat. So, und jetzt. Ja, der Nee, Block. reicht nicht. Ja, aber das meine ich, du musst an der Kamera vertrauen. Also sie springt halt geradeaus, egal was kommt, ob die Kamera das nun mitnimmt oder eben nicht. Und das ist gut an der Panzersteuerung. Du musst dann einfach vertrauen. Ah, das erinnert Dass die mich. das auch Panzersteuerung nennen. Finde ich, Guck mal, und sie hat auch gar keinen. Weißt du, jetzt stell dir vor, das hakt hier irgendwo ein und sie ist für immer gefangen. Es ist schon sehr maßgerecht gebaut, ja. Ja, aber das muss man den alten Inka bei all der also kulturellen Ungenauigkeit ja auch lassen. Das haben sie sehr genau gebaut. Und sie haben eine Vorliebe fürs Quadratische. Wo fasst sie an? Ja, Na, und sie wie ist halt. schwer ist eigentlich dieser Klotz? Der ist halt aus Styropor und nur so angemalt, ne? Aber der, also sie ist halt auch schon sehr stark. Und ich meine, da kann man ihr auch keinen Vorwurf machen. Das Zelda-Männchen, das konnte ja bei Ocarina of Time, das ist ja ungefähr zur gleichen Zeit erschienen, konnte das ja auch. Aber es sind Griffmulden da wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ja. Ja, nochmal im Detail. So, dann da hoch. Guck mal, aber wir sind voll die Rätsel-Kings. Und was ist jetzt da? Oh, Körbe! Fledermäuse! Die Wieder war so. bestimmt höher im Rating, wenn man die erstmal finden muss. Ja. Das ist Das. wieder top modern, so ein Ratterngeflecht. Wo? Ich höre auch irgendwas. Aber guck mal, was hier tatsächlich ganz gut gemacht ist, finde ich. Ja, genau. Und dann ist der Part auch zu Ende. Es gibt hier immerhin, haben sie bedacht, so eine Art Rückweg hier, ne? Du kannst jetzt, glaube ich, hier raus. Aber wo bist du dann? Das werden wir gleich sehen. Beziehungsweise wir werden es im nächsten Part sehen. Denn dieser hier. Da Ja, liegt auf jeden Fall schon mal eine tote Fledermaus. Das ist gut. auf dem Zuweg. Ja, ach, guck mal, sind wir wieder bei der Ah, in der Plaza. Plaza Ja, wieder. das ist ja. Ist ja hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weiter durch Vilcabamba bambeln.
Und ja, und dann befinde ich mich schon bei der Tür, wo man den Schlüssel einsetzen kann. Der muss ich ja irgendwo in der Nähe sein. Also Wir finden erstmal, das. wir finden das. Ciao. Ciao.